Seid ihr bereit für volle Action, Leute? Juhu! Jetzt endlich wieder mal die normale Geschwindigkeit wie letzten Partner. Das war ein bisschen crazy, was ich gemacht habe. Ich habe endlich mal alle Items zusammen, die ich haben kann zurzeit und die ich auch brauche. Und jetzt geht's endlich auch für die nächste Welt. Dazu muss ich zuerst mit Sid reden. Hallo, altes Haus! Hey, es ging ja schnell! Ja, voll schnell. Eigentlich sollte man ihn ja sofort aufsuchen, wenn man ja mit ihm geredet hat. Im Haus, aber ich mach's jetzt erst. Mit dem Gummistein handelt er, jo. Man tolle Sache, es wäre gerne einen großzügigen Rabatt und natürlich noch ein Kometgummi als Krieg. Jo, nochmal ansprechen, weil ich's damals nicht gemacht habe, muss ich jetzt nochmal machen. Aber naja, ist nicht schlimm. Hey, habt ihr noch Navigummis? Jo, ich werde das soll ich euch einbauen. Mach hinne. Mach hinne. Okay, wartet hier. Ich baue sofort ein. Mach das jetzt. Denk daran, was Donald gesagt hat. Kein Stirnrunzeln, kein trauriges Gesicht. Wie könnt ihr so fröhlich sein? Es gibt noch keine Spur von eurem König. Macht ihr euch keine Sorgen? Überhaupt nicht. Der König hat uns aufgetragen, den Träger des Schlüssels zu finden. Und das bist du. Solange wir zusammenbleiben, wird uns nichts passieren. Du musst einfach nur an dich selbst glauben. Einfach glauben. Ich glaube an dich. Was ist denn? Nichts. Kairi? Hast du mich gerufen? Eine interessante Szene, die der Sora gesehen hat. Warum auch immer. Ich habe das Navigummi eingebaut! Danke, Sid. Aber vergesst nicht, da wimmelt es von Herzlosen dort. Sagt ich, ich hätte euch nicht gewarnt. Hä? Okay, hat uns gewarnt. Hey, nehmt das mit! Ein Morphogummi! Damit kann man sein Gummischiff morphen, will heißen, verändern, während man rumfliegt damit. Aber das ist sowas von nutzlos. Also auf geht's! Los! Zur letzten Welt!
Mini-Proben machen, weil ich ja die letzte Seite erhalten habe. Aber ich bin heiß drauf! Heiß auf die letzte Welt! Die geilste irgendwie, weil es eine geile Musik hat! Ich hoffe, ich werde keine Probleme kriegen. Das ist ja schon seit 2 oder 3 Parts, ne? Dann nichts ist los, auf in die neue Welt! Quack! Nicht so hastig, Donald! Wer weiß, was uns dort erwartet! Wisse, vielleicht sind doch wertvolle Items in anderen Welten zu finden. Es lohnt sich bestimmt Vorsicht, besser Nachsicht. Ja, das ist nur eine Erinnerung, dass man nochmal überall nachschauen soll, wenn man schmieden will oder alle Trio-Tags finden. Aber da muss ich sowieso noch warten, bis ich das letzte habe. Und schaut mal an, wie viele Sterne die letzte Welt hat. Die ist sogar lila! Beziehungsweise, nee, nicht lila, das ist rosa, ne? Ich bin wieder schon farbenblind heute. Arg! Und wie viel sind denn das? Lass mal zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, 10 Sterne hat diese Welt. Das heißt, dort ist es richtig, richtig krass. Los geht's! Seid bereit! Für das Final Showdown! In der letzten Welt gibt's auch die letzten Items für die Mokri-Schmiedung. Schau mal rein! In die Weltenkarte und los geht's! Da-dam, bam, bam, bam. Auf geht's! Wohin auch immer, mit 10 Sterne ist das Maximum erreicht. Dum, bam, 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 bam. Und die Musik hier im Hintergrund ist richtig geil beim Fliegen. Dum, 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 dum. So richtig Bass. Bum, bum, bum. Hat jemand einen Bass bestellt? Ah, so viele Asteroiden. Ich sollte mir aufpassen, wo ich hinfliege. Ich hätte vielleicht vorher meinen Luftchip aufnutzen sollen. Mit Final Fantasy gezockt. Jetzt, ne? Och du meine Güte, was liegt hier alles rum? Aufpassen! Geisterflieger! Die Musik ist richtig geil. Es ist eines der besten Gummischiff-Musiken, wenn nicht überhaupt die beste. Wow, so viele Gegner aus hier rumdüsen! Wo habt ihr euren Flugschein, ey? Achtung, Geisterflieger heute auf der Autobahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. Wir holen Sie nicht. So ähnlich. Ah, die Musik ist wirklich geil und auch der Hintergrund so schön. Ja, farbig. Aber der ändert sich dann gleich zu einem schönen, düsteren. Lella! Yeah! So, das geht runter. Da muss man nicht gegenfliegen, nö. Außer man hat wirklich den Hyperantrieb. Den gibt's im Spiel hier, aber ja, Chat. Wie gesagt, mir ist mir das eingefallen, also warte ich noch, bis ich alle Teile zusammen habe. Das wird nicht mehr allzu lange dauern. Man kann das hier zwar einkaufen für Gummischiffteile, aber Leute, behaltet das Geld. Ihr werdet es eh nie brauchen, daher. Und Gummischiff-Aufrüstung braucht man eh nicht, eigentlich. Man kann immer mit der Start-Gummischiff in jede einzelne Welt fliegen, ohne Probleme. Das ist wirklich ein bisschen, ja, hätte man besser machen können. Oh, nehmen wir's mit. Ich will hier durch, lass mich durch, ich bin doch nur ein Gummischiff. Auf Durchreise. Oh, Moment, neuer Plan, was ist das? Stingray! Das Stingray-Plan, okay, und die Flieger, die gerade von hinten kommen, die sind fies. Diese Pläne von denen bekommt man nur, wenn man in die Gegenrichtung fliegt, aber da brauche ich ein besseres Schiff, weil die halt eine Menge aus. Eine Menge! Mit Menge meine ich einfach nur, warte, da braucht man schon eine richtige Bewaffnung für die. Wie lange den Plan haben wir, weil das sind richtig geile Gummischiffe, die haben. Ja, so, oh ja. Also hin und wieder sind die Pläne wirklich von denen gut. Hat, das sage ich, nee, braucht man nicht unbedingt. Ein paar der haben einfach lustige Namen, weil sie aus Final Fantasy kommen und sammeln es, aber egal. So, und willkommen in der letzten Welt! In der tiefsten Dunkelheit. Und sieht auch ziemlich crazy aus. Willkommen in Hollow Bastion! Oder heißt das Hollow Bastion? Hollow Bastione? Manche sagen so, manche so, aber ich sage Hollow Bastion. Hoffentlich werde ich keine Musikprobleme kriegen. Ab jetzt landen! Willkommen. Oh, stimmt, am Start war ja Wasser. Ich erinnere mich ganz. Ich war schon lange nicht mehr hier. Oh ja. Da, Leute, seht euch das an! Ich kenne diesen Ort. Hollow Bastion. Die letzte Zitadelle.
Yeah! Das ist komisch. War es denn noch nie anders? Ich frage mich, wieso. In mir diese Wärme spüre, genau hier. Ach, du hast noch so brennen. So brennen da oben? Wurde das ein Magen? Hey, ich meine das ernst. Ein Gebrüll. Und es läuft besser, wie ich dachte, mit Fraps. Gehen wir. Ich dachte, es zieht das runter auf 20 FPS. Oh nein, ich bin hier bei 40. Läuft. Also bevor ich jetzt da hochgehe, wo der Schrei herkam, ist hier unten irgendwo eine Kiste. Und ja, Sora spaziert hier auf dem Wasser. Frag nicht warum, aber es ist so. Es kann auch sein, dass es kein Wasser ist, sondern irgendetwas anderes. Wie ihr gesehen habt, habt gerade ein paar Hunde bekommen. Da unten ist auch eine Kiste. Die hält man anders. Man muss dann nämlich, wie war es nochmal, in diese Luftblasen da springen, die hier herumschweben. Schwebende Flugblasen, ja, das gibt's auch hier. Da kann man nämlich reinspringen und dann transportieren diese Luftblasen einem unter Wasser. Und das nur für eine sehr begrenzte Zeit, ich glaube ein paar Sekunden oder nur. Okay, hier hinten ist nix. Dann taucht man eh schon auf. Wie gesagt, das ist sehr begrenzt. Ich will nicht wissen, wie das funktioniert, aber muss halt Magie haben und so. Sonst kann ich mir das nicht erklären. So, dann hier hinten ist eine Luftblase. Ich glaube, da kann man zur anderen Seite, oder? Nein, okay, ich muss auf die andere Seite. Naja. Das heißt, diese zwei Luftblasen bringen mir genau gar nichts. Ich will wieder raus hier. Danke. Denn die bringen mich auf die Seite, wo keine Kiste ist, wo nichts ist, nicht mal ein Dreotech. Wozu diese Luftblasen dann da sind, ich glaube eher nur zum zeigen, wofür sie da sind. Klingt zwar paradox, aber okay. So, da rechts war eine Kiste, die will ich haben. Ah, Moment, brauche ich diesen Lifter. Schaff ich das nicht? Oh, das ist knapp. So, hopp. Dann drehen. Kamera drehen und ups. Kiste aufmachen. Zack, zack. Ein Anti-Z-Gummi für das Gummischiff ist jetzt zwar nicht so wichtig, aber man sollte es haben. So, dann landen. Ups. Komm hoch, mein lieber Lift. So. So, jetzt müsste ich in diese Luftblase zur anderen Seite kommen, wo die Kiste ist. Blubbidi blub, blubbidi blub. So, sieht gut aus. Jo, hier ist sie. Schnell aufmachen, bevor ich wieder hoch schwimme. Gewollt. Ein weiteres Anti-Z-Gummi, mehr ist hier nicht. Das heißt, es ist eigentlich nur sehr viele Teile für Gummischiff. Frag mich eigentlich nur warum. Man braucht hier eigentlich nicht. Eigentlich. Es sei denn, er macht ein Gummischiff, das overpowered ist und einfach zu einfach wird dann. So, aber wie gesagt, man braucht das nicht. Nicht unbedingt. So, ups. Lift nehmen. Nimm den Lift. Und schau mal, was da vorhin so gebrüllt hat. Hallo. Kein Schiff. Keine Hilfe von den Herzlosen. Wie bist du dann hierher gekommen? Ich habe einfach ganz fest daran geglaubt. Das ist alles. Als die Dunkelheit über unsere Welt kam, hat man mir Bell weggenommen. Ich habe mir geschworen, sie wiederzufinden. Ich war mir sicher, dass ich sie finden werde. Hier bin ich. Sie muss hier sein. Ich will sie wiederhaben. Dann hol sie dir, wenn du kannst. Da. Wurde aber Zeit. Ich habe auf dich gewartet. Wir waren immer Rivalen, stimmt's? Du wolltest besser sein als ich.
Und ich besser als du. Rico. Aber jetzt ist Schluss. Es kann nur einen Helden geben. Was redest du da? Jetzt wählt das Schlüsselschwert seinen wahren Meister. Hey! Das ist mein Schlüssel! Was? Genau, was? Malefiz hatte recht. Du bist nicht fähig, Kairi zu retten. Ich muss es tun. Nur der wahre Meister kann die geheime Tür öffnen und die Welt verändern. Das ist doch nicht möglich. Was hat das zu bedeuten? Ich habe mich mit dem Schlüsselschwert bis hierher durchgekämpft. Du warst nur der Bodenjunge. Tut mir leid. Du hast deinen Soll erfüllt. Hier, spiel damit den Helden. Rufi, heiler mir. Der Tor hat uns über eine Schönheit verarschert. Oh, der König hat uns befohlen, dem Schlüssel auf der Spur zu bleiben. Aber... Oh... Oh... Schöner Erschöner. Nicht bewegen! Du bist verletzt. Warum? Warum bist du hergekommen? Ich kam, um für Bell zu kämpfen. Wenn ich auch allein bin, so werde ich kämpfen. Ich gehe nicht ohne sie. Deswegen bin ich hier. Ich auch. Ich gebe auch nicht auf. Ich suche hier auch jemanden, der mir sehr wichtig ist. Überraschung, Überraschung, Leute. Rico hat mir ein Schlüsselschwert abgenommen! Wieso hat er das getan? Warum muss ich... Warum war ich der Botenjunge? Wieso ich? Wieso jeder der... Wieso hat er es damals schon nicht geholt als wir es zum ersten Mal ihn gesehen haben. Er hat es ja schon genommen und... Ja, keine Ahnung! Meine arme, arme Ausrüstung. Ja, man kann das sogar anschauen. Also die Ausrüstung von Sora. Das Holzschwert. Übungsschwert aus Holz. Mehr gibt's noch nicht zu erklären. Und wir haben das Biest! Als Kumpel, dann gebe ich mal immer gerne eine andere Ausrüstung, weil sein Eisring ist jetzt nicht wirklich so das Beste. Guck mal, eine Protegerkette eventuell. Ja, gebe ich ihm sogar. Da eh nicht so viele Magiegegner hier kommen. Und wir sind hier bei der Kaskade der Irre. Wieso war ich der Botenjunge von diesem Schlüsselschwert? Und was haben diese weißen Triotex auf sich? Die schon andauernd hier herumhängen. Hier ist auch eins, sieht man. Alter, Überraschung, Überraschung, Leute, oder? Wer hätte so etwas erwartet, also? Ich nicht. Ihr? Jetzt ernsthaft, wie ich es erst einmal gespielt habe. Ihr wart überrascht, oder? Ich war es auf jeden Fall. Das könnt ihr mir glauben. So, ich hole noch die restlichen Kisten. Oh, ein Eiskerring sogar gibt's hier. Und dann hole ich mir mein Schlüsselschwert wieder. Ja, das gehört mir. Das ist meins. Aber das Schlüsselschwert erwählt seinen Meister, hat's geheißen. Das heißt, es gehört jetzt Rico? Rico ist ein Meister? Aber was ist da mit mir? Wieso hab's ich am Anfang gehabt und warum nicht gleich er? Was ist da los? Ich kann nur Mutmaßung geben und
Ich sage dich schnell bis zum nächsten Part, Leute. Wo ist mein Schlüssel, den Kids zu haben? Wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben. Nein.